Gestern ist mein monatliches Kraftkit gekommen und das ist natürlich immer eine Freude, das auszupacken. Besonders habe ich mich natürlich auf die Stanzen gefreut, aber auch auf die Dream Drops, auf den Spachtel, auf die Alkoholmarker und ein wenig zeige ich euch auch heute, wie ich das anwende. Es ist nicht so das ganz klassische Unboxing-Video, aber ihr seht den Inhalt und einige Dinge, die man mit dem Inhalt machen kann. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe heute schon mal was vorbereitet. Es ist jetzt nicht so das klassische Unboxing, aber es ist halt schon mal ein bisschen was ausgepackt von diesen Craft-Kits und das ist jetzt das, was Hello Friend heißt. Und ich habe hier die Liste mit den Inhalten. 77 ist die Nummer von dem Craft-Kit und was mich jetzt brennend interessiert hat, waren jetzt diese Stifte. Im Dezember-Kit waren schon mal 10 Stück vorhanden. Das sind diese hier, die ich hier geswatcht habe. Und das habe ich jetzt auch schon mit diesen 6 vorgenommen. Es sind 4 sehr gut miteinander kombinierbare Lila-Töne und auch 2 sehr helle Grüntöne, die in das blaustichige Grün gehen. Das hier sind ja eher so diese ganz frischen Farben. Und das passt dann, denke ich, besser zu den Lila-Tönen. Ja, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so ganz mein bevorzugtes Farbspektrum, aber hin und wieder, wenn man mal Blumen malen möchte, und gerade das hier ist ja jetzt auch ein Kit, eine Sammlung, wo auch Blumen drin vorkommen, dann macht das ja Sinn. Und was dann auch Sinn macht, ist dann ein Glimmer Paste, also eine Paste zu nehmen, die dann auch farblich hierzu ganz gut harmoniert. Und ja, ich habe versucht, mit sowas zu spachteln. Das ist eigentlich so ein Kosmetikpinsel, das ist ein Silikonpinsel. Der ist viel zu beweglich. Das funktioniert sehr schlecht. Ich benutze das jetzt eher, deswegen sieht das hier auch so komisch aus, um Kleber aufzutragen, also wenn ich die verstreichen möchte für große Mixed-Media-Projekte. Und den habe ich jetzt schon fest bei meinen anderen Sachen, bei den Spachteln dabei getan. Das ist jetzt der in diesem Kit drin ist. Und ich muss sagen, da, das merkt man schon, der ist, ups, der ist stabiler. Und ich werde das mal mit einer Paste mal ausprobieren und ich bin sehr gespannt, ob das dann tatsächlich mir helfen wird. Also auf den habe ich mich auch sehr gefreut. Ich lege das mal zur Seite. Ja, und dann, da bin ich auch sehr gespannt. Das sind diese Dream Drops. Die sind wohl sehr viel mit Glitzerelementen versehen und ich habe die noch nicht ausprobiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Golden Shimmer heißen die. Ich hoffe, dass mir das weiterhilft bei einigen Projekten, die ich vielleicht noch, ja, irgendwie mit ein bisschen Glitzer versehen will. Da habe ich nämlich noch etwas. Das schwebt mir schon im Kopf. Das ist sogar in diesem Buch hier drin. Ich habe hier, leider Gottes, ich muss mal sehen, dass ich das gleich runterkriege. Ich habe hier ja mit meinen Stiften schon rumhantiert und meistens treffe ich immer meinen Finger. Geht mit Alkohol wieder weg, ist überhaupt kein Problem. So, dann haben wir ja natürlich noch die Farben von den Papieren. Und da muss ich gestehen, da hat mich dieses Papier hier umgehauen. Das ist eine sehr interessante Haptik. Also nicht nur, dass das sehr, sehr glänzt, sondern es scheint auch richtig stabil zu sein. Und sie fühlt sich, also dieser Kartstock fühlt sich komplett anders an als diese hier. Und hier haben wir dann die Blautöne. Hier ist ein sehr schönes schimmerndes Gold. Ja, ich glaube, das ist, ja, das wird wohl von derselben Grammatur sein, vermute ich. Und auch so von der Haptik. Obwohl, mir kommt das jetzt persönlich, mir kommt das hier dicker vor. Kann jetzt eine Täuschung sein meinerseits, aber naja. Und hier sind dann ganz normal diese, ja, ich sag mal so Leinenstruktur haben dann diese Papiere. Was mich jetzt persönlich wieder ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ich mag das nicht, wenn unterschiedliche Formate vorhanden sind. Das hier ist dieses
US-Format. Leider umgekehrt. Also ich zeige das jetzt hier richtig. Das ist DIN A4 und das andere ist Letterformat. Ehrlich gesagt wäre mir das lieber, wenn ich A4 bekommen würde. Und das ist ganz einfach zum Kartenbasteln oder wenn man es für was anderes nehmen will. Das ist eine sehr, sehr starke Qualität. Also da kann man vielleicht auch Boxen mitbauen. Also ich nutze nicht so häufig diese Farbkits für meine Projekte, die ich dann mit den Stanzen eigentlich machen könnte. Meistens reizt es mich dann irgendwie selber Papiere zu machen oder zu stempeln oder. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Thema. Moment, das lege ich jetzt erstmal weg. Das habe ich die ganze Zeit hier im Bild. Also bitte nicht irritieren lassen. Das ist nicht Kit 74, das ist Nummer 77. Da steht's. Also das sollte man natürlich dann beachten. Die Tüte hier, die verwahre ich mir immer. Die ist recht stabil und die kann man auch gut verbasteln. Also da bin ich immer, bin ja Mixmedia-Mensch. Ich verwahre sowas. Das sind jetzt die Stanzen und so wie ich das sehe, würde das auch einer Slimline-Karte entgegenkommen, wenn man das machen möchte. Aber hier ist jetzt ein Beispiel, wo das auf einer ganz normal großen Karte halt seitlich so drauf geklebt ist. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass man das wirklich auch bei einer Slimline-Karte verwendet und dass man dann, beispielsweise vielleicht auch bei so kleinen Geschenkkärtchen, wenn man sowas verschenken möchte mit einem Geldschein oder ähnliches, da muss man ja nicht eine riesen Karte machen, da könnte man einen kleinen Umschlag gestalten, das dann drauf geben. Das sieht bestimmt auch sehr hübsch aus. Also da habe ich schon wieder jede Menge Ideen und das gefällt mir sehr gut. Also das ist ja richtig toll koloriert. Also das ist eine super, super Idee. Und auch dass man das so reinstecken kann oder ist das einfach nur draufgeklebt? Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir noch nicht angesehen. Ja, hier haben wir den Stempel. Und da würde sich wahrscheinlich anbieten, den zu nutzen und zu embossen. Hier ist das Muster von den Blumen. Weil wenn man jetzt mit Alkoholstiften stempelt, also entweder nimmt man beispielsweise Memento. Oder was auch gehen würde, ist dieses hier, Versafine. Und ich habe im Moment Versafine Clair, aber ich habe auch noch das hier. Aber das ist nicht mehr so saftig bei mir. Das stempelt eher grau. Das muss ich mal reinken. Warum habe ich mir das andere gekauft? Naja, weil ich die Klappe da, die ist mir manchmal so ein bisschen im Weg, fand ich dann etwas lästig. Natürlich gibt es auch von Nuvo gibt es auch diese Hybrid-Tinten. Ich muss gestehen, ich habe Hybrid-Tinten getestet und ich bin da kein großer Freund von. Also ich habe selber noch eine, wo auch Extreme Black oder sowas draufsteht. Aber irgendwie ist der Stempelauftrag, ich weiß nicht, also ich habe mit Versafine habe ich irgendwie bessere detaillierte Abdrücke als mit anderen. Also das muss ich ganz, ganz klar sagen. Also muss jeder so machen, wie er möchte, aber wie gesagt, das ist so meine ehrliche Meinung jetzt und ich würde da eher zu Versafine angreifen und das natürlich muss sehr gut trocknen. Entweder dann föhnen oder man muss es erstmal eine Weile liegen lassen, weil nicht mit der mit den Alkoholmarkern in die feuchte Tinte reingehen. Was ich richtig gut finde, sowas habe ich überhaupt nicht, ist so ein Stempel. Weil dann kann man auch mal farbig etwas abstempeln, hat man gleich einen schönen Hintergrund. Also dass man mal komplett einfach so ein Tag hier, oder Tab ist das ja dann fast schon mit Fähnchen, dass man das so abstempelt. Ja, was haben wir hier? Das ist klar, das sind alles jetzt wieder englische Sprüche. You're amazing, thinking of you. Und hier ist we are oder I am. Und dann kann man das entsprechend anpassen. Hier ist ein Hello, grateful for you, I think, thank you, true forever. Ist, denke ich mal, für Kartenbastler ist das schon, achso, hier ist noch Best, ne? Ist das eine ganz gute Auswahl, was ich, weiß ich jetzt nicht, sorry,
Ja, sorry. Karten, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wann ich sie mal gemacht hätte. Ich meine, es ist nicht so, dass ich mich nicht, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch entschuldige. Aber eine Karte deswegen? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, das wird etwas, was ich weniger häufig gebrauche. Aber was mir gut gefällt, das ist das hier. Das ist ein Hello. Und das ist ein richtig schöner Schriftzug. Und da bin ich... Nee, das ist nicht dasselbe. Moment, muss ich mal gucken. Ist das innen hier irgendwo abgebildet? Nee, leider nicht. Also das werde ich auf jeden Fall demnächst mal ausstanzen. Dann kann ich das dann zeigen. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das sich so macht, weil das ist sehr schön geschwungen. Und ich finde gerade diese Sets, wo mal eine große Stanze dabei ist, wo etwas größer geschrieben ist und dann diese kleineren Stempel dazu, das ist so, ja, ich will nicht sagen, eine moderne Art des Kartenmachens, aber das gefällt mir ganz gut. Und ich habe das bisher seltener bei deutschen Sprüchen gefunden. Meistens waren dann diese wunderschönen Sets, waren dann immer in Englisch. Aber auch wenn das jetzt Englisch geschrieben ist mit einem E, also nicht Hallo, sondern Hello, glaube ich, das versteht dann doch noch jeder. Also ist das nicht so schlimm. Ja, und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach, Friend heißt das. Ach, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ist denn das? Ein T? Nein, das ist ein F. Friend heißt das, diese Stanze. Und hier ist auch jeweils immer die Umrandung mit dabei. Und ja, was ich besonders schätze, sind halt diese, ja, Scalloped, sagt man auf Englisch. Wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Umrandungen halt mit diesen, ich hätte jetzt fast gesagt, Mausezähnchen. Und hier sind dann auch noch so kleine Punkte, das prägt dann so herrlich. Also das liebe ich ja sowas. Weil das kriegt man dann auch schlecht, wenn man sagt, ja, okay, ich kann das ja auch ausschneiden. Ja, klar, kann man ausschneiden, aber diese Prägung, die kriegt man nicht so hin. Und das ist so eine Sache, auch jetzt hier bei der Ausstanzung wird das sehr, sehr schön sein. Das wird dann so, ich denke mal, ist das ein gestickter Rand oder ist das einfach nur gewellt? Das werde ich dann sehen, wenn ich es ausgestanzt habe. Hier ist es glatt. Aber selbst auch bei glatten Ausstanzungen ist dann immer so eine leichte Wölbung noch da. Und deswegen bin ich eigentlich auch wieder sehr guten Mutes wieder zurück zu meinen Stanzmaschinen zurückgekommen. Ich habe ja auch einen Plotter, aber das kriegt man mit dem Plotter nicht hin. Da kriegt man halt nur einen geraden Schnitt hin. Was heißt nur, das ist toll, dass man das machen kann. Aber diese Prägungen, die haben mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Deswegen bin ich ganz glücklich, wieder auf Stanzen zurückzugreifen. Und das war jetzt auch so der Anlass, warum ich mir eigentlich diese Kits jetzt ein Monatsabo gegönnt habe, weil ich ja gerade von diesen Stanzen her sehr überzeugt bin. Und ich habe die mir in Vergangenheit auch selber so gekauft und war immer von der Qualität eigentlich auch sehr positiv überrascht. Ja, ich glaube, das war es dann auch. Ich schaue noch mal ganz schnell durch. Das waren die Stanzen, das Stempelset. Das sind hier die ganzen Karten, also das Papier. Pearlescent Card ist das, wovon ich gesprochen habe. Smooth Card, das ist zweimal drin. Das ist diese sehr starke Struktur, nicht starke Struktur, starke Grammatur des Papiers. Die Glimmer Paste hatte ich gezeigt. Dream Drops habe ich auch gezeigt. Das ist der Spachtel. Und das sind die ganzen Alkoholmarker. Ja, und das ist hier das Ding. Und den Stick habe ich schon längst drauf geklebt. Ja, aber was ich jetzt noch mal eben schnell machen könnte, fällt mir gerade ein. Ich arbeite im Moment hier sehr gerne mit diesem Büchlein. Ich drehe das jetzt mal um. Also hier ist, wer das nicht kennt, hier ist für Alkoholmarkers und hier ist für Aquamarker. Und bei den Aquamarkern habe ich sehr viel in letzter Zeit koloriert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Also hier habe ich eine andere Firma genommen. Und ich wollte jetzt mal gerne, ich habe hier nämlich noch ein Bild, so das hier. Da wollte ich doch mal gerne das hier jetzt ausprobieren. So, dann will ich mal einen so einen Dream Drop mal testen.
vielleicht sollte ich mir mal ein Stück Papier oder sowas nehmen. Moment, ich muss mir mal eben ein Papier nehmen. Das ist jetzt einfach nur Schmierpapier im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es hat Schimmer, ja, okay. Aber jetzt nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das ist wieder so eine Sache, die kommt wieder ganz schlecht im Video rüber, weil ich immer das Gefühl habe, Glitter, Glimmer. Ja, das war jetzt sehr schlecht, wie ich das aufgetragen habe. Da habe ich nicht gut gedrückt. Aber dann nehme ich einfach, ich habe hier so einen ganz, ganz schmalen Silikonpinsel, der ist aber eigentlich gar nicht für Basteln gedacht gewesen. Der ist eigentlich für Kosmetik, aber ich habe den noch nie für Kosmetik benutzt. Ich habe den immer nur für solche Dinge hier genommen. Ja, ich muss das wirklich sehr, sehr punktuell auftragen. Und ich fürchte, in der Kamera sieht man das überhaupt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? Also es schimmert. Also das muss man ganz klar sagen. Achso, und dann besser kräftig das, was jetzt noch oben in dieser Tülle ist, runterschlagen. Dann ist das nämlich nicht so schnell verstopft. Hier war ich mit Nuvo. Ja, was sind das? Das sind auch so glänzende Aquamarker, sage ich mal, war hier drüber. Das glänzt auch so ein bisschen hier in dem grünen Bereich. Aber jetzt hier, das ist nicht so ganz das, was ich mir gedacht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, da würden mir jetzt für meine Zwecke dann die Stickles dann doch besser gefallen. Gibt es so etwas von Nuvo? Ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, ob es so etwas gibt. Ich meine aber jetzt nicht die Glitterdrops. Ich meine so etwas, was so ähnlich schimmert wie beispielsweise die von Rangers, die Stickles. Okay. So, ich möchte jetzt meinen Spachtel testen und ich habe mir eine Schablone rausgesucht. Und ich bin ja nicht nur Kartenbastler, sondern ich mache ja sehr viel Mixed Media. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich es richtig rum habe, weil da muss man wirklich drauf achten, dass man das nicht verkehrt rum drauf gibt. Und ich will hier noch ein bisschen Schrift haben an dieser Seite. Und ich nehme jetzt einfach Heavy Body Gel. Warum? Weil das eine Struktur hat, die ich dann auch recht gut wieder aus meinem Teil hier aus der Schablone wieder rausbekomme. Ich glaube, ich muss das mal drehen, damit ich das ist gar nicht so einfach, das jetzt hier reinzubekommen. Ah ja, also das ist ja richtig toll. Ups, jetzt bin ich gerade wieder mit dem Stiel an die Kamera gekommen. Ich bitte um Entschuldigung. So, also das lässt sich sehr, sehr gut auftragen. Und Heavy Body Gel hat auch die Eigenschaft, klar dann zu trocknen. Dass man das jetzt nicht ganz 100% lesen kann, liegt jetzt wohl daran, dass ich das nicht so flach auflegen kann, wie ich das jetzt gerne hätte. Aber ja, okay, das ist jetzt halt so. Aber mir ist halt wichtig, dass ich eine Struktur hier auf meinem Rahmen noch bekomme. Und das geht mit diesem Spachtel hervorragend. Ein Träumchen. Jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen. Und hier gebe ich auch noch ein bisschen hin. Das war zu viel. Also dieser Spachtel, der ist wirklich die Wucht. Also das ist für mich genau das, was ich brauche. Ja, hier komme ich nicht weit genug runter. So etwas muss man sich vorher überlegen. Ich mache das wieder weg. Das hat keinen Sinn. Und was man jetzt natürlich auch dann machen sollte, ist direkt die Schablone zu reinigen. Weil das ist eigentlich ist Heavy Body Gel eine Klebe. Ne? Das mache ich mal eben schnell. Also, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich packe es weg, weil das war jetzt nur so ein kleiner Hingucker für mich. Das ist jetzt einfach nur Wasser und ich will mal eben schnell
das hier trocknen. Und ich dachte mir, vielleicht, eventuell, noch etwas zu verzieren. Eigentlich ist das, hatte ich gedacht, ist schon fertig, aber wo ich jetzt diese Schablone hier habe, habe ich gedacht, ich probiere das jetzt hier nochmal aus. Ich nehme ein bisschen auf von dem Happy Body Gel und streiche das jetzt hier auf meinen Hasen hier oben. Das Motiv, das gefällt mir so gut. Und man kann das wirklich gut verstreichen. Also das ist das, was mir eigentlich immer die ganze Zeit gefehlt hatte. Jetzt nehme ich das vorsichtig hoch. Ja, und da haben wir dann die kleinen Blüten halt, die dann hier so runterfallen. Ja, ich werde jetzt das hier nochmal reinigen und dann, ja, Fazit. So, ich habe meine Schablone sauber gemacht, meinen Spachtel sauber gemacht und ich habe ihn auch getrocknet und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also der wird mich jetzt bei meinen Mixmedia-Sachen auf jeden Fall begleiten. Und wenn ihr wissen wollt, was man hiermit jetzt machen kann, wenn das getrocknet ist, dann ist das transparent und man kann dann, es gibt so Rub-Ons, so Puder, das kann man drüber machen, dann scheint das so ein bisschen extravagant noch oben drauf oder man könnte es auch anmalen, aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, es ist so ein bisschen Struktur, die da noch reinkommt und ich finde diese Stanze, ich habe das hier mit Jelly Plate hatte ich so ein bisschen bemalt und hatte Sachen ausgestanzt und ja, es ist ein bisschen anders geworden, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Aber mittlerweile bin ich wirklich zufrieden mit meiner Karte. Also ich war erst so ein bisschen, naja, okay, hätte man anders machen können. Aber jetzt bin ich da doch ganz glücklich. Ja, und das andere Projekt hier, das muss, wie gesagt, auch wenn jetzt hier nicht allzu viel zu sehen ist jetzt, aber es funktioniert. Und dass das hier nicht klar durchgekommen ist, ja, das liegt einfach daran, dass ich das nicht ordentlich platzieren konnte, weil diese Sachen sind alle erhaben. Die sind natürlich schon getrocknet und da werde ich demnächst auch weitermachen. Da gibt es dann auch ein Video zu. Aber das muss uns jetzt hier nicht interessieren. Ich wollte einfach den Spachtel ausprobieren und der ist super. Also den kann ich weiterempfehlen. Klasse. Ja, die... Ja, jetzt habe ich hier noch die Glimmer Paste oder Glimmerpaste, aber die werde ich heute nicht hier ausprobieren, weil ich nichts Passendes habe in diesem Farbton und ich möchte das jetzt nicht öffnen. Das ist noch original versiegelt und die Pasten, die trocknen auch immer schnell aus und das wäre jetzt einfach zu schade. Ich lasse die jetzt einfach so versiegelt, wie sie ist. Ja, Fazit. Ich muss sagen, die Sachen haben mich sehr gefreut. Also es ist ein schönes Kit. Und ich habe euch jetzt mal so ein bisschen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, also so wie ich das jetzt machen würde. Ich denke nicht nur ans Kartenbasteln, bei mir geht das eigentlich immer querbeet. Und ich nutze Sachen vom Kartenbasteln im Junk Journal und vom Junk Journal beim Kartenbasteln. Ich ich bastel Boxen und ich mache auch 3D-Objekte. Insofern kann man das auch sehr, sehr gut dann einsetzen. Da kann man natürlich auch diese Pasten und auch Embellishment-Mousse und sowas kann man ganz gut einsetzen. Also ich habe neulich das Embellishment-Mousse wirklich sehr begrüßt, dass ich es nehmen konnte. Und das gibt auch immer so herrliche Strukturen. Ja, wer gerade nicht weiß, was ein Embellishment-Mousse ist, also das hier zum Beispiel ist mit Embellishment-Mousse aufgetragen. Die Form und so natürlich haben damit nichts zu tun, aber hier der Hintergrund. Und das hier ist auch nochmal eine besondere Farbe, die auch von Nuvo ist. Und teilweise habe ich auch hier den Schmetterling und die Blätter sind dann auch eingefärbt. Weil das ist das Schöne, dass die Farben sehr gut miteinander harmonieren und dass das Ganze dann sehr stimmig aussieht. Und selbst mit so Actionpapieren, wo ich dann manchmal auch mich frage, was kann man denn damit anstellen, wenn man das dann einheitlich mit irgendeiner Farbe dann einstreicht, zum Beispiel eben mit diesen schönen,
Moment, schön Embellishment-Moves, dann ist das dann ein Hingucker. Ja, das ist nicht zusätzlich verklebt. Dazu kann ich eigentlich nur raten, wenn man solche Sachen hat, sich nicht auf den Kleber alleine zu verlassen. Und ansonsten ist man nämlich verlassen. Jetzt habe ich noch einen anderen Kleber draufgesetzt. Ist ja ganz gut, dass das jetzt passiert ist, weil sonst wäre ich auf die Suche gegangen. Wenn mir das auf die Erde gefallen wäre, wäre das irgendwie doof. Ja, weil das hängt bei mir jetzt auch. Das ist ja schon ein bisschen österlich. Eigentlich ist es Alice im Wunderland. Ich weiß, aber es kommt ein Hase drin vor. Deswegen ist das für mich jetzt für Ostern. Und das ist ja auch ein Vögelchen und Schmetterlinge und Blumen und so weiter. Naja, aber ich schweife vom Thema ab. Also das hier kann man damit auch anstellen mit solchen Embellishment-Moves. Die waren aber in den vorherigen Kits. Ja, also gestanzt habe ich jetzt heute nicht. Das werde ich demnächst mal erledigen und auch stempeln. Ob ich das jetzt alles filme, das weiß ich nur nicht. Vielleicht zeige ich auch nur einige fertige Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, es macht wieder riesig viel Spaß. Und ich hoffe mal, für euch war das interessant. Und vielleicht hat es euch auch interessiert, mal, wie sagt man so schön, thinking out of the box. Also auch mal über den Tellerrand zu sehen und mal ein bisschen neben der normalen Bastelweise zu denken und zu arbeiten. Vielleicht hat euch das inspiriert und vielleicht auch mal ein paar Anregungen gegeben. Ja, und wer vielleicht nur bisher Karten gebastelt hat, hat vielleicht jetzt auch eine Idee bekommen, mal was anderes zu basteln. Ich bin ja auch über das Kartenbasteln an andere Dinge gekommen und bin dann irgendwann auch bei Mixed Media gelandet. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln und ich hoffe, wir sehen uns hier bald mal wieder. Bis bald. Tschüss.